So, dann kümmern wir uns mal um unseren lieben Gastfreund. Mal gucken, ob der da wieder auftaucht. Nee, da ist er nicht, okay. Na, dann bauen wir einfach mal weiter. Cobblestone kann er ja nicht kaputt schießen, soweit ich weiß. Von dem her soll uns das jetzt erstmal nicht stören. So, Treppe, 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 Treppe. Treppe, 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 Treppe. Sehr gut. Haben wir schon mal hier so einen Eingang in unser kleines Reich. Hier hinten muss ich mal überlegen, was wir machen. Hier so auf der Höhe. Schaut ja auch ein bisschen schäbig aus. Vielleicht können wir... Jetzt muss ich mal gucken. Nee, vielleicht können wir hier noch Treppen anbringen. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll, aber... Ich hasse dieses Geräusch, wisst ihr das? Nee, der ist auf jeden Fall nicht da. Hm, gut. Ich habe übrigens bemerkt, dass ich in der letzten Folge ja gesagt hatte, dass wir diesen Gang 6 breit machen. Und ich, Idiot, habe das natürlich vollkommen vergessen. Weil ich bin ja doof und so. Ihr kennt das ja. Das ist man von mir inzwischen gewohnt, dass ich doof bin. Deswegen reißen wir das hier jetzt einfach nochmal auf. Und dann packen wir hier nochmal Treppen ran. Beziehungsweise verbreitern den Gang nochmal jeweils einen Block in jede Richtung. So, dann dich noch. So, dann kommt da eine Treppe hin. Das war natürlich total dumm von mir. Das muss natürlich so platziert werden. Genau, sehr gut. Aber machen wir erstmal hier die Wand. Das ist ein bisschen einfacher. So, 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 so. So, 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 so. Ja, 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 ja. Alles klar, das sollte passen. Der Gast ist immer noch nicht da, sehr gut. Ich mag nicht, dass der uns hier den Untergrund wegbombt. Deswegen zimmern wir hier mal ganz fix eine Kobbelwand dran. So, alles klar, da, da, da. Ja, jetzt komme ich da wieder nicht ran. Übrigens, das mit dem... Mit den verschwindenden Blöcken, beziehungsweise Blöcke, die man nicht setzen kann. Das ist scheinbar normal, wenn man auf eine weite Entfernung platzieren will. Ihr seht das ja auch, das ist wohl ein Tick zu weit. Wenn ich mich jetzt ein bisschen näher, dann geht das. Ist wohl ein Problem mit Optifine, soweit ich das bisher gecheckt habe. Beziehungsweise soweit mir das bisher mitgeteilt worden ist. Habala. Ja, mal gucken, vielleicht ändert sich das mit einer der nächsten... Mit einer der nächsten Versionen kann... Oh, da hinten ist er. Ui, das war nicht so gut. Wo hat denn der gerade hingeballert? Ne? Und da fliegt er hoch, alles klar. Das ist wohl ein Problem mit Optifine. Ich weiß nicht, wie man das löst. Ach Gott, jetzt brennt hier schon wieder alles. Das ist... Das ist echt eines der nervigen Dinger mit den, Ghasts. An sich jucken die mich ja nicht allzu krass, aber... Das Problem ist, dass da oben wahrscheinlich auch noch einer ist. Naja. Reißen wir nochmal hier fix die Wand raus. Ja, ich muss jetzt halt mal gucken, dass ich aus nächster Nähe baue quasi. Dann soll dieser Bug wohl nicht mehr auftauchen und... Gut, ist jetzt eine blöde Zwischenlösung, aber... Kann man jetzt nicht ändern. Da werden wir eben so machen. Hoppala. Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht nach unten baue. Das ist ziemlich doof. Ich packe da jetzt nochmal Kobbel rein. Ich bin da jetzt zu faul. Netherrack aus dem Rucksack zu holen. So, dich weg, dich weg, dich weg. Alles klar. Dann können wir hier eigentlich schon mal Treppen hinpacken. So, so, so. Dann haben wir hier den Sechser, die Sechserbreite auch ja, fertig. Ja, es sieht auf jeden Fall einladend aus. Würde ich sagen, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, warum passt das jetzt nicht? Ach, da oben war wahrscheinlich noch ein Block zu viel. Alles klar. So, dann setzen wir da noch was. Da noch was. Da, 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 da. Da, dort, 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 hier, da, hier, dort, hier und hier. Alles klar. So, das sieht doch einigermaßen gut aus, oder? Gucken wir hier nochmal kurz Treppen ran. Eins.
So, alles klar. Warum ist das eigentlich auf der Seite höher? Na gut, schauen wir dann auf jeden Fall. Jetzt setzen wir hier erstmal unsere Fackelchen. Unsere Fackelchen. Da würde eine Fackel hinkommen. Da würde eine Fackel hinkommen. Da würde eine Fackel hinkommen. Entsprechend hier eine Fackel. Tatsächlich da eine Fackel und da eine Fackel. Passt das von der Höhe? Ja, sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir hier oben noch ein bisschen weiterarbeiten können, ohne dass uns ein Ghast hier alles wegballert. Nee, sieht gut aus. Hier würde ich gerne eine so eine Reihe. Na, so weit brauchen wir eigentlich gar nicht gehen. Das kann eigentlich auch direkt... Oder? Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Das kann im Prinzip direkt hier der große Raum sein, oder? Wo wir dann quasi in jede Richtung gehen. Nur kein Bock, dass jetzt ein Ghast auftaucht. Dann könnten wir nämlich hier direkt schon die Wand reinziehen. Machen wir das hier mal weg, dass ich das zumindest so andeute, was ich vorhab. Da. Hier würde ich dann gern zwei Blöcke Glas und eventuell auch die Kuppel aus Glas. Das wird wahrscheinlich ziemlich viel Glas in Anspruch nehmen, weil die Ghasts wohl auch das Glas natürlich kaputt machen werden. Wenn sie mal gerade so auf uns schießen, während wir da rumbauen. So, da. Oh, ich habe keinen Koppel mehr. Dass ich das mal sagen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Genau, dass ich dann hier quasi zwei Blöcke Glas drauf bastel. Hm, da könnten wir im Prinzip noch so eine Treppe ranhauen. Eins, zwei. Na. Wobei die Treppen gerade eh nicht lang werden. So, zwei, drei, vier. Zwei Treppen brauchen wir noch, dann basteln wir uns die mal ganz fix. Dam. Vier Stück kommen da raus, okay. So, dann da und da. Na, das gibt's doch nicht. Ich habe doch oben an die Kante gezielt. Was soll denn das? So, alles klar. Kein Gas in der Nähe. Sehr schön. Ja, dass wir halt quasi hier den großen Raum zimmern. Dann hätten wir hier auch vielleicht so ein bisschen Ausblick auf die Lava oder so. Keine Ahnung, kann man sich ja dann überlegen. Hier geht es dann auf jeden Fall in den Keller und damit auch in unseren Keller. Und den Rest würde ich dann halt wirklich gerne hier überirdisch gestalten. Vielleicht machen wir hier im Boden auch schon mal so ein bisschen... Oh, der Zombie-Pigman brennt so ein bisschen. Die lassen ja, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, gebratenes Fleisch fallen, wenn man sie verbrennt und dann tötet. Ich weiß nicht, ob das hier auch mit unserem Schwert geht, wo ja... Fire-Aspekt drauf ist. Keine Ahnung. Ja, holen wir uns hier schon mal so ein bisschen den Boden raus. Ich habe echt Angst, dass hier gleich ein Ghast auftaucht. Ich meine, er würde uns die Arbeit hier so ein bisschen erleichtern, indem er hier ja den Boden für uns rausholt. Aber dann nimmt natürlich viel mehr raus, als wir da rausnehmen möchten. Wer hüpft denn hier rum? Ah, da hinten ist so ein Hüpfelfiech. Jetzt ist es weg. Vor allen Dingen muss ich jetzt mal gucken, dass ich eventuell in der normalen Welt mal ein paar schöne Orte finde, wo wir dann hier über die Hölle hinkommen können. Ich werde das dann mal in so einer Testwelt oder so schauen, wo ich hier ungefähr die Portale setzen muss, dass wir eben ja in der normalen Welt eine einigermaßen schöne neue Gegend bekommen. Wo wir dann eventuell auch ein bisschen was bauen können dort, beziehungsweise wir werden natürlich auf jeden Fall dort was bauen. Das ist ja der Sinn davon, dass man neue Gegenden erschließt, dass man dort vielleicht noch so ein zweites schönes Haus baut, vielleicht so in so einer Schneelandschaft oder so, dass wir da so eine ja, Berghütte oder so machen. So, das ist doch schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Wie ich das mit der Beleuchtung mache, weiß ich noch nicht. Eventuell ziehen wir... Eventuell ziehen wir Lightstone durch den Boden. Durch die Decke eher nicht, weil da würde ich ja dann gerne Glas verbauen. Eigentlich könnten wir mal gucken, ob wir ein bisschen Glas haben. Dann könnten wir hier schon mal ein bisschen was verbauen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Ja, jetzt höre ich natürlich auch meinen netten Freund. Deswegen hatte ich das ja auch überhaupt erwähnt, dass das ein bisschen risky ist, wenn ich jetzt schon Glas verbaue. Hey, grüß dich. Wer ist das? Keftista, du blöder Hund. So, das ist jetzt natürlich ein bisschen gefährlich, wenn ich jetzt schon Glas verbaue und das noch nicht überall zu ist. Die Gefahr, dass da natürlich ein Ghast drauf schießt, ist natürlich groß, aber
Was soll's, was soll der Geiz? Wenn es uns irgendwas wegballern möchte, dann soll es uns irgendwas wegballern. Wir haben, glaube ich, eh nicht mehr... Ah doch, okay, dann nehme ich wieder alles zurück. Nehmen wir das mal alles mit, das brauchen wir ja hier eigentlich erstmal nicht. Und wenn, dann gehen wir irgendwo Sand farmen und dann passt sich das schon wieder. Hier erscheint es mir ein bisschen dunkel. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben eigentlich extrem viel Fackeln hier an den Wänden. So, dann mal rein in die gute Stube. Warum schaut man eigentlich immer in eine komische Richtung, wenn man hierher kommt? Also vom Portal aus. So, wo ist der? Ich höre ihn immer nur. Sehe ihn aber nicht. Wo ist mein lieber Gastfreund? Ich finde es aber nett, dass die nur zwei Pfeile benötigen. Und dann sterben. Der ist da oben irgendwo, oder? Oder? Irgendwie kommt es mir immer so vor, als ob ich ihn aus dem Augenwinkel sehen würde. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Diese Viecher machen mich fertig. 1, 2. Jetzt müssen wir aber wirklich vorsichtig sein mit dem Glas. Oh, das wird ziemlich hübsch werden hier, glaube ich. So, da noch, da noch, da noch, da noch, da noch, da noch, da noch. Oi, Zombie-Pikmin, jagt mir keinen Schrecken ein, lieber Freund. Wahnsinn. Die Frage ist jetzt nur, gehen wir hier mal runter, ob wir... Also Dreierhöhe reicht auf jeden Fall. Ob wir jetzt direkt hier schon eine Glasdecke draufzimmern oder ob wir vielleicht... Ich könnte jetzt natürlich extrem Glas verpulvern. What the fuck? Wo bist du? Okay, da hinten bist du. Na, jetzt schießt er natürlich direkt aufs Glas. Das ist gar nicht so gut. Ich sollte vielleicht hier so ein bisschen weg, weil sonst macht er uns hier alles kaputt. Oh, krass. Ich glaube, ich gehe den jetzt jagen. Der kotzt mich schon ein bisschen an, wenn ich ehrlich sein soll. Ah ja, okay. Das ging easy. Hoffentlich hält er jetzt auch die Klappe. Und verbrennen mag ich natürlich auch nicht. So, dich weg, dich weg, dich weg. Dankeschön. Und ich glaube, er hat nichts weggeschossen, oder? Das Blöde an den Connected Textures ist halt, dass man das auch nicht wirklich sieht. Ich würde mir überlegen, jetzt muss ich das mal austesten. Gehen wir hier mal mit einem Kobbel drauf. Ob wir hier vielleicht so eine Kobbel, zumindest an der Kante so Kobbel draufzimmern und dann erst wieder Glas. Oder ob wir da vielleicht alles komplett mit Glas zumachen. Ich mache das jetzt mal so bis zur Hälfte und dann schauen wir mal, welches besser aussieht. Einfach nur ein bisschen Glas zu verschwenden, das ist ja gar kein Problem. So, dann da, da, da. Da, 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 da. Und dann, ouch. Ja, 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 ja. So, jetzt muss ich mal gucken. Hm, da komme ich nicht dran. Doch, da komme ich ran. Eben das, ob wir wenigstens hier an der Kante als kleinen Akzent so ein bisschen Kobbel setzen oder ob wir tatsächlich alles aus Glas machen. Ich weiß nicht, was besser ist. Das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Das Problem mit Only Glass ist halt, dass man absolut nicht sieht, wo da irgendwo, ja, das ist quasi hier, dass da überhaupt Glas ist. Nee, ich glaube, ohne Glas ist es besser an der Ecke. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Ich würde sagen, wir machen das erstmal mit Kobbel. Falls ihr euch da irgendwie anders entscheiden solltet, beziehungsweise wenn ihr da eine andere Meinung habt, dann könnt ihr das ja mal gerne sagen. Aber ich finde das, wenn da... Oh, Alter, geh mir aus dem Weg! Ist fix. Wenn da Only Glass ist, dann erkennt man halt gar nichts mehr. Das ist so ein bisschen blöd. Ich könnte jetzt natürlich auch die mit... Nee, Silk Touch habe ich gar nicht dabei, okay. Ach, machen wir das einfach kaputt. Was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Wir haben's ja. Wir haben's ja. Jetzt komme ich da natürlich nicht ran. Ja, ja. Ja, 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 da, da, da. So, dann haben wir auf jeden Fall eine Glasdecke, das ist schon mal schön. Dann sehen wir da auch so ein bisschen nach oben, können so die Ghasts etc. beobachten, aber sind erstmal sicher vor denen, das ist schön. Ziehen wir schon mal so ein bisschen weiter. Vor allem habe ich keinen Bock, hier ins Feuer zu laufen. Nein!
Gottverdammt! Scheiße, wir haben ein Problem, Freunde. Wir haben ein verdammtes Problem. Eieieiei. Wir haben ein Problem, Freunde. Wir haben ein verdammtes Problem. Scheiße. Läuft er mir da eiskalt ins Schwert rein? Wahnsinn.